Wir haben heute nochmal den Tillmann bei uns, der eine Aktie auch wieder dabei hat, die wahrscheinlich die meisten kennen, zumindest das Produkt, nämlich Spotify. Da gibt es aber auch einen ganz interessanten Investment Case dahinter. Aber sag doch erstmal ganz kurz für die Leute, die vielleicht Spotify doch noch nicht kennen, was die eigentlich machen und wie die Geld verdienen. Vielleicht fangen wir nochmal kurz mit den Disclosure an. Ich glaube, wir beide sind investiert in Spotify. Ja. Wenn ich richtig liege. Ja. Du bist ja auch investiert, oder? Ja, dann haben wir es sozusagen klar gemacht, dass wir beide investiert sind. Spotify ist ein Streaming-Dienst für Audio, würde ich es mittlerweile definieren. Sie haben die Musikindustrie quasi gerettet, indem sie damals, da gibt es auch ziemlich lange Geschichten, hinter mir ist auch ein Buch, das nennt sich The Spotify Play, wer es interessiert, kann da gerne tief eintauchen. Sie haben damals das sozusagen von Napster, das Streaming, rübergezogen und die Musikindustrie damit gerettet, denen sie einfach neue Umsatzquelle für die Musikindustrie geschaffen haben und das Musikstreaming sozusagen populär gemacht haben mit allen möglichen Derivaten oder Kopien von ihnen, also mit Apple Music, Google Music, das ist sozusagen durch Spotify geschaffen worden. Und mittlerweile ist Spotify, und das ist eigentlich das Spannende, man muss Spotify mehr denken als jetzt pure Musik, man muss sie als Audio Company denken und als sehr creator-friendly, also freundlich für Kreativschaffende, wenn man es ins Deutsche übersetzen will. Wo willst du weiter ansetzen bei welchen der beiden Themen? Mehr als... Genau, also ich finde vor allem das Podcast-Thema interessant und da auch nochmal Disclaimer, also wir sind beide in Spotify, ich zumindest zu ganz geringen Teilen, investiert und ich nutze Spotify auch selber. Mein YouTube-Kanal gibt es ja auch als Podcast. So ehrlich gesagt tue ich einfach nur den Audio-Stream da hochladen, aber wer irgendwie beim Autofahren sich das anhören will, und da nutze ich einen Zukauf von Spotify, nämlich Anchor FM. Und mir ist auch davor aufgefallen, Apple hat es zwar auch angeboten, aber es war super mühsam irgendwie. Man hätte so gedacht, man kann auf Apple irgendwie einen Podcast hochladen, aber kann man nicht. Man konnte nur irgendwelche Links da einbetten, dann konnte man das nicht editieren. Also das ist so ein Markt, den Apple komplett liegen gelassen hat, weil sie gedacht haben, es ist zu klein. Und da ist jetzt wirklich Spotify stark reingegangen und das ganze Thema Podcast, glaube ich, wollen sie dominieren. Und da kommt halt dann, denke ich, was der eine oder schon weiß, halt diese ähnliche Story bei Netflix. Ja, das Grundproblem ein bisschen bei der Musik war ja, sie müssen immer die Rechte kaufen. Und anders als beim Film, ich kann halt einen neuen Film machen oder eine neue TV-Serie, aber Musik ist halt dann, die Leute wollen halt Michael Jackson oder sowas hören und du wollt halt jetzt nicht den Michael Jackson für Arme oder so hören. Und die Rechte hat halt dann eine Firma. Aber bei Podcasts können sie halt diese exklusiven Verträge machen. Und dann ist das Businessmodell also ein bisschen anders, ne? Weil davor müssen sie ja immer einen guten Teil der Plays abgeben. Das ist, glaube ich, so der eine Case. Du hast da ganz spannende Punkte geöffnet. Lass uns erstmal vielleicht noch bei meinem Podcast gucken. Die klassische Podcast-Technologie, Podcast auszuspielen, das war RSS. Das ist sozusagen, wer ein paar Blogs abonniert hatte, kannte das. Das ist die RSS-Technologie. Du stellst ein MP3 bei dir hoch. Dieses MP3 wird über ein RSS-Feed ausgespielt und sozusagen gecrawled von verschiedenen Podcast-Diensten. Da ist Apple Music führend und Apple Music wird sozusagen geklont von anderen Podcast-Diensten, die darauf aufbauen und diese verteilen dieses File, was du bei dir hochgeladen wirst. Und es wird immer wieder bei dir runtergeladen. Und Spotify hat irgendwann gesagt, mit der Akquisition von Anchor, also was Spannendes bei Spotify, die kaufen auch ziemlich viele Firmen zu. Und auch gute Akquisitionen machen sie. Also ich hab eine Liste, wo ich das von den letzten halben Jahr bis Jahr getrackt habe. Man kommt kaum hinterher, was sie machen. Also Spotify ist richtig on fire, was aus meiner Sicht gut ist. Und Spotify hat Anchor gekauft. Die ist einfach super frictionless, sagt beim Englischen, einfach leicht machen, einen Podcast zu erstellen. Von daher sind sie da auch schon auf der sozusagen Supply-Seite gut positioniert, weil sie den Zugang zu den Podcastern haben. Und dieses Tool halt auch technisch führend ist. Sie streamen Podcasts im Gegensatz zu dem RSS, wo du einfach nur eine Datei ausspielst, die bei dir lokal lagert und die du abspielst. Das Streaming bietet den Vorteil, ähnlich wie bei YouTube, wo das Video ja auch zu sehen ist, dass du da dynamisch Werbung einbauen kannst. Und mit dieser dynamischen Werbung, die du einbauen kannst, kannst du auch Umsätze für die Creator schaffen, als auch für Spotify. Das ist dieses YouTube-Modell, was wir beide kennen. Du hast mit diesem Streaming auch, Apple ist da ganz gut, aber ich habe mal Spotify und YouTube verglichen. Spotify hat wirklich
gut detailliertes Daten, was die Nutzer machen, wann sie abspringen, was sie interessant finden. Das ist eigentlich sehr spannend. Und im Gegensatz zu dem, was beispielsweise andere Dienste zu bieten haben, ist es krass führend. Das ist ein spannender Punkt, den Spotify einfach auch gut beherrscht. Und wo Spotify ansetzt, das ist nicht nur im Musikbereich und im Podcast-Bereich, sondern in allen Audiobereichen. Sie wollen hingehen und den Creator und die Superfans matchen. Also sprich, du hast, auf YouTube hast du es ja schon gemacht, du hast deine Superfans monetarisiert, indem du die diese Subscription gelauncht hast und dann weitere Informationen rausgibst. Das wirst du in Zukunft wahrscheinlich auch auf Spotify machen können. Also sprich, kannst du deinen Subscriber, deinen Podcast darüber monetarisieren. Du kannst mit den Subscribern mit Umfragen in Kontakt treten. Das sind lauter Sachen, die du als Creator vorher nicht kanntest. Du kriegst, glaube ich, sogar, es gibt eine, mittlerweile hat Spotify auch so Paid Subscription bei sich. Du hast einen Podcast, wo du den Paid hast. $120 im Jahr zahlst du dafür. Und wenn du deine App sozusagen, deine Web-Registrierung mit Spotify connectest, kannst du diese Podcasts in Zukunft auch auf Spotify hören. Und die Spotify-Podcasts sind dann auch in der, sozusagen diese Paywall-Podcasts sind auch in der Suche findbar. Sprich, du kriegst mehr und mehr Monetarisierung auf verschiedenen Ebenen da drauf, wo Spotify irgendwann auch einen Teil nehmen wird als Take-Rate. Genau, das sind eigentlich zwei neue Businessmodelle. Das eine wäre halt das Subscription wie bei YouTube, wo Spotify was nimmt, und das andere so dann virtuelle Güter oder Unterstützungen. Und ich meine, Podcast per se, so vom, ich glaube, von dem Media-Streaming ist jetzt nicht gigantisch groß, aber es ist wahrscheinlich die wertvollste Zielgruppe. Ne? Also wenn man so sich die Daten, glaube ich, anguckt, die Leute, die Podcasts hören, die haben meistens sogar zumindest einen Job, ja? Pendeln mit dem Auto, eher gebildet, eher Vermögen. Das ist ja schon eine sehr zahlungskräftige Zielgruppe, die man oft da auch gut erreicht. Ne? Also ich merke jetzt zum Beispiel, ich höre nicht viel Podcasts, aber die zwei, drei, wenn da so eine Werbung drin ist, die bleibt schon irgendwo im Kopf, weil es sind dann irgendwie zwei Spots in der Mitte, das hörst du halt schon an. Ne? Und bei YouTube klickst du halt schon einfach das meiste weg und es ist einfach störend. Ja? Das ist, glaube ich, und du kannst natürlich dann nochmal Directed Deals machen, ne? Dass jemand auf jemanden zukommt und so, und das ist dann halt nicht in diesem automatischen Bidding, sondern vielleicht will halt irgendjemand irgendeine Fondsgesellschaft genau beim Tillmann einen Spot schalten, und da kannst du natürlich andere Preise aufrufen, als wenn es halt dann irgendwie so direkt geht, was bei YouTube meiner Meinung nach nicht geht. Ja. Nee, das geht nicht. Also ich glaube, du kannst als Creator bei Spotify auch dynamisch deine Werbebereiche einspielen, sprich, du sagst, du hast einen Werbebereich definiert und du sprichst die Werbeanzeige aktuell auf, und die wird dann nochmal targeted für den einzelnen Nutzer gemacht, was halt auch nochmal attraktiver ist. Und dieser ganze Markt der Podcast-Werbung, der ist in der Form eigentlich nicht existent, weil es nicht gut trackbar ist, weil auch andere Werbedaten deutlich besser trackbar sind, und Spotify als gewisserweise Walled Garden, weil sie haben ja eigentlich von den Nutzern E-Mail-Adresse, Alter und so weiter und so fort. Die werden daran arbeiten, das besser zu monetarisieren. Plus das, was du schon gesprochen hast, diese exklusiven Content spielen sie ja auch aus, wo sie Joe Rogan und sonstige gute Podcasts haben, die einfach exklusiv auf Spotify laufen. Dadurch ziehen sie immer mehr Leute hin und machen so ein Flywheel aus Angebot, Nachfrage, guten Tools für die Creators und bauen da sozusagen einen Mode auf ein Business, wo andere sagen würden, ja, das kann ich auch woanders kostenfrei haben. Aber du hast ja nicht alle Inhalte zur Verfügung. Ich war auch anfangs ein bisschen kritisch bei Spotify, weil sie sind ja dann gegen Apple angetreten. Und ich dachte so, das wird eng, aber sie haben sich ja wirklich auch in den USA da behauptet. Und sie haben auch das bessere Modell gehabt. Also Apple ist ja eigentlich umgeschwankt. Ich weiß noch, die Leute, die ein bisschen älter sind, die werden auch wissen, Apple hat ja damals auch den Musikmarkt revolutioniert, aber mit iTunes, wo ich dann jedes Lied irgendwie runterladen musste. Und das hat mich irgendwie nie so überzeugt, weil du musst ja immer eine Kaufentscheidung irgendwo treffen. Und ich hätte es irgendwie nie genutzt. Gut, ich war damals auch nicht Apple-Nutzer, aber du kriegst ja die Lieder dann auch oft über YouTube oder sowas irgendwie umsonst mit Werbung. Und das hat halt Spotify dann schon geschafft. Und ich glaube, der Erfolg liegt halt auch daran, dass sie halt plattformunabhängig sind und halt auch so sich als Musikbrand
da etabliert haben, ne? Weil nicht jeder hat dann doch wieder irgendwie Apple und das ist irgendwie Spotify ist dann doch komplett fokussiert mit den Playlisten, die ich teilen kann. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Login-Effekt, ne? Also jeder von uns hat wahrscheinlich von früher noch irgendwelche MP3-Sammlungen, die dann auf irgendeiner Festplatte dann irgendwann weg waren oder irgendwie vergammelt. Das war einfach mühsam und man ist nie dahinter hinterhergekommen, die irgendwie richtig zu beschriften etc. Und Spotify hat es dann irgendwie geschafft, okay, wenn ich da drin bin, habe ich meine Playlisten und dann wechsle ich halt auch ungern mehr, weil das ist halt einfach alles schon da, ne? Und ich kann irgendwie neue Musik entdecken etc. Das denke ich so, die A, dieser Login-Effekt, B, dann die Fantasie, in diesen neuen Audio-Segment reinzukommen mit Podcasts, mit neuen Revenue-Streams. Was wäre noch ein wichtiges Thema bei Spotify, was den Aktienkurs beflügeln könnte? Aktie ist jetzt auch nicht günstig, muss man auch sagen. Aber im Verhältnis vielleicht zu anderen auch noch vertretbar bewertet. Aber man darf auch, also ich glaube, Kursumsatz ist, darf man halt auch nicht ganz 1:1 in seiner Cloud mal sehen, weil ja ein guter Teil halt auch mal an die Studios dann da weggeht. Ja, man muss in die Zukunft gucken und das ist so bei allen Investments das Entscheidende. Und man muss gucken, was für in Zukunft da entstehen kann und was für Assets schon da sind und was daraus gebaut werden kann. Und da ist auch ein bisschen, und das hast du schon angesprochen, indirekt der Fokus wichtig. Also bei Apple, wenn man sieht, was für Umsatz sie machen, wie allein groß der Musikmarkt ist, dann ist das der Musikmarkt wahrscheinlich kleiner als die AirPods, die sie verkaufen an Revenue. Also sprich, ist es gar nicht so im Fokus von Apple. Spotify ist halt, das Spannende an der Company, die, wenn man so ein bisschen durch die Geschichte geht, hatten die schon einige Nahtoderfahrungen, so habe ich das wahrgenommen, und haben deswegen halt auch einen guten Fokus, einen Founder hinten dran, das sagt zwei Founder hinten dran, die sehr committed sind. Also mit Daniel Ek ist eigentlich das Hauptgesicht, der das noch mit rantreibt, aber es sind auch andere Founder mit an Bord, die einfach fokussiert sind auf den Audiomarkt und so dieses Thema spielen, was man bei anderen Companies auch sieht, so dieses 1% immer besser werden in kleineren Bereichen. Und wenn man dieses 1% immer besser wird, natürlich gibt es bei Spotify, da freue ich mich auch schon auf die Kommentare, sicherlich auch Kritik, was dann irgendwie doof ist. Aber ich habe das Gefühl, sie vor allem arbeiten in vielen Bereichen daran, 1% besser zu werden und sich immer mehr zu fokussieren auf diesen Audiomarkt. Und dann merkst du das einfach, dass die Interaktion mit anderen Geräten, die Discovery einfach viel besser ist und sozusagen, wenn du die Suche viel besser ist, du Lyrics findest, alles Mögliche einfach schön dynamisch ist, du dann auch, was ich geil finde an Spotify, da arbeiten sie immer mehr dran, du hast das als eine Art Aggregator-App, wo du auf Basis der Daten, die du da reingibst, einfach immer Vorschläge bekommst, die jetzt nicht nur aus dem Audio, also nicht nur aus dem Musikbereich sind. Bei YouTube Music, was ich davor hatte, ist eine Box mit Musik, das ist eine Box mit YouTube. Sie kombinieren diese beiden Boxen, werden wahrscheinlich auch noch die Audiobücher dazu nehmen bald. Und sprich, dann findest du einfach themenspezifisch die Podcasts, die dich interessieren. Ich würde jedem mal, der so ein bisschen Kritik an Spotify hat, empfehlen, einfach mal die App auszutesten und zu sehen, wie schnell man die Podcasts findet, die einen interessieren, im Gegensatz zu den Podcasts, die man auf Google oder Apple findet. Also ich finde, das sind Welten dazwischen. Ich glaube auch ein Thema ist das Thema Auto. Ja, also wir in unserem alten Auto, da ist es nicht integriert mit irgendwie CarPlay etc. Man kann es dann irgendwie über ein Kabel oder so anschließen, aber es ist mühsam. Ja, gerade wenn du alleine fährst, dann willst du nicht irgendwie am Handy rummachen und dann irgendwie irgendeinen Podcast ausmachen. Jetzt in den neuen ist es ja immer entweder direkt dabei oder über CarPlay. Und da ist dann die Spotify-App und das ist schon super. Ja, du kannst irgendwie Musik hören, Podcast, irgendwas für die Kinder spielen, ja, um dich zu beruhigen. Und natürlich auch für Pendler, ne? Wenn du irgendwie in der U-Bahn bist oder S-Bahn, ist das natürlich schon die wichtigste App, weil du da halt nicht immer aufs Video auch schauen willst. Ja, das ist natürlich irgendwann, wenn das autonome Fahren kommt, dann gibt es mehr Video. Aber ich meine, Audio ist schon einer der drei großen. Ich kann irgendwie lesen, ja, ich kann irgendwie Videos schauen und ich kann irgendwie hören. Ne? Das sind so die drei großen Bereiche. Und ich glaube, aus dem Audio, da sind sie die aktuell die Nummer eins und werden zusammen mit Apple da auch den Markt da auch weiterhin beherrschen. Und das ist schon relativ groß. Video ist wahrscheinlich insgesamt noch ein Tick größer. Da hat man halt YouTube und Netflix. Aber gerade auch so Audiobooks könnte interessant sein, halt auch natürlich nochmal ein weiterer Revenue-Stream. Ich habe mich nie bei Audible zum Beispiel irgendwie, obwohl ich auch ein Amazon-Fan bin, irgendwie da angemeldet, weil so ein, ich wenn, höre ich es nicht so viel. Ich würde es vielleicht ab und zu mal machen.
Und dann ist mir wieder irgendwie zu aufwendig. Und wenn es in Spotify integriert ist und mit meinem Payment, dass ich da irgendwie ein Audiobuch habe und ich mir 2-3 Mal im Jahr das eins Mal runterlade für 10 €, das würde ich schon machen. Ne? Das ist deutlich, also ich finde es deutlich angenehmer, einfach eine Audio-App zu haben, die mir so ein bisschen die Discovery abnimmt, weil man kennt das, also ich weiß nicht, wie es bei den Zuschauern ist, aber ich kenne das. Man hat dann auch zu viele Apps, die man irgendwie tracken will, und wenn es dann mehr als 10, 15 werden, dann ist es irgendwie schwierig. Und wenn man halt mit Spotify eine App hat, die den gesamten Audio-Space für einen aufbereitet, ist das super spannend. Und was natürlich auch noch ein Konkurrent ist von Spotify, du hast es ja angesprochen mit dem Thema Auto, ist das Radio. Also es findet ja nach wie vor extrem viel Konsum im Auto mit Radio statt. Spotify hat in den USA das Car-Thing gelauncht. Das ist so das Boomer-mäßigste, was du machen kannst. Das ist so ein Adapter, wo du ein Handy reinstellen kannst, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe es noch nicht testen können. Kann man sich mal online angucken. Da kann man dann auch automatisch Spotify bei sich im Auto abspielen. Und wenn man diesen Markt mitkriegt und sozusagen Radio immer weniger wird, dann ist es auch nochmal interessant, was für Werbedollars du dann und Werbeeuros du dann bekommst, weil dann kannst du auch wirklich das targeten. Dann hast du ja Nutzerinformationen. Radio ist sozusagen ins Auto rein, aber du weißt ja gar nicht, wer das hört und wer was spezifisch hört. Und wenn das deutlich einfacher wird, dann kann dieser Radiomarkt auch noch zu Spotify rüber konvertieren in großen Teilen. Da sind sie einfach gut aufgestellt. Es gibt zum Beispiel in den USA Pandora. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Firma, wo, glaube ich, auch Warren Buffett oder einer seiner Jünger oder Adjutanten da investiert hat. Und das ist ja eigentlich ein ziemlicher Legacy-Player von der Technologie. Ja? Also da ist ja Spotify da viel moderner, muss ich irgendwie so einen Kasten kaufen, ein Subscription-Fee. Und das ist, die Amerikaner haben ja auch noch eine größere Zahlungsbereitschaft für solche Services als die Europäer. Also wenn es ihnen da gelingt, da das zu disrupten, ist das auch nochmal viel. Ne? Also es ist schon spannend. Wurde mir auch erst klar über Zeit, was die Amis teilweise für so Services zahlen. Das ist dann irgendwie für Telefon zahlst du $100 im Monat. Für dein Cable, was bei uns hat einen Kabelanschluss, wo wir irgendwie 20 € zahlen, zahlen die auch 100 bis 120. Das ist ganz spannend in dem Bereich. Und ich denke, Spotify hat da gute Optionen auch in diesem, das sind, glaube ich, Satelliten, Sirius XM oder FM gibt es auch noch. Das sind noch Satelliten, die du mit deinem Auto verbindest, um Satellitenradio zu hören. Ah, die meinte ich, sorry. Pandora gibt es, glaube ich, auch. Es gibt noch Pandora Streaming. Pandora auch, und dann Sirius, sorry, genau. Und Pandora, die hatten irgendwie Probleme, aber das Legacy ist Sirius, sorry. Das ist, ist mit Satellitenstreaming ins Auto, und da zahlt man, glaube ich, auch, also es ist ein sehr hoher Betrag, den man da monatlich zahlt. Recurring ist eigentlich, also sozusagen als Investment Case spannend, aber ich tue mir damit ein bisschen schwer, weil wenn du halt Spotify nutzt und die Premium-Variante hast, kannst du auch, wenn sozusagen, wenn du auch durch den mittleren Westen fährst und da kein Internet hast, kannst du das Zeug herunterladen und dann auch unterwegs hören. Und das ist eigentlich viel spannender, auch weil die Inhalte einfach viel besser werden. Und das ist ja auch Nutzersicht, ist es ja auch viel interessanter, wenn du einen Podcast hast, wie differenziert die auf gewisse Nischen eingehen können, Podcasts. Wir beide machen ja einen Podcast auch in dem Investing-Bereich, was da an Nischen-Content da ist, wie du dich spezialisieren kannst, wie auch sehr spannend das ist, um dazu zu lernen, wenn du tiefere Gespräche hören kannst via Podcast. Das ist eigentlich, ersetzt du dir mit ziemlich viel. Also das ist ja auch eine Disruption für gewisse Unis, für gewisse andere Formate. Es ist auch so, ich habe heute nochmal mit einem Publisher geredet, der meint halt auch, dass gerade der Audiobuchbereich noch stark wachsend ist. Das ist eher wahrscheinlich wie bei deiner Zuschauerschaft auch eine stark männliche Zuschauerschaft ist, die da sehr gerne zuhört beim Podcast. Und dann gibt es dann noch die 1,5-Speed-Zuhörer, die dann noch schneller die Informationen digesten können. Also es ist eigentlich ein spannender Markt, und ich denke, wenn man sich so ein bisschen das anguckt, was mit Video vergleicht, ich weiß nicht, freue ich mich auch über Kommentare dazu, wie ihr das so seht. Ich habe das Gefühl, so der Video- und Audiomarkt ist vielleicht Audio gerade so ein bisschen 2011, 2012, so von dem, was so an Dynamik geht. Man hat ja noch dieses ganze Thema, irgendwie auch Peloton mit Audio zu verbinden und andere Applikationen, Social mit Audio zu verbinden. Und ich habe das Gefühl, dass es nochmal explodieren könnte vom Wachstum. Also explodieren heißt sozusagen immer 10, 20, 30% pro Jahr wachsen. Weil einfach ziemlich viel noch in dem Bereich passiert, was noch nicht da ist. Und es ist auch deutlich leichter, als Spotify arbeitet daran, ja die Eintrittsbarrieren deutlich zu senken. Also sprich, du machst Anchor,
machst dann eine Aufnahme, lädst die hoch, text die ein bisschen und zack, ist die überall distributed. Was deutlich leichter ist, als wo ich das noch mache. Ich habe ein WordPress-System, wo ich Podlove installieren muss, das sozusagen konfigurieren muss, da das File hochladen muss, gucken, dass die Duration passt und das wird dann distribuiert, was noch ein bisschen schwieriger ist. Aber wenn sozusagen Podcast nochmal deutlich leichter wird, dann ist es halt einfach, kann es Podcast zu allen möglichen Geschichten geben. Dann hat Spotify halt auch noch eine Live-Applikation Green Room dazu geholt. Bin mir nicht ganz so sicher, wie gut das funktioniert, aber das ist halt auch ein spannendes Tool, wo sie das auch integrieren mit Spotify. Also du kannst Live-Events machen, beispielsweise so ein Fußballspiel unter diesem Podcast, der das Fußballspiel porträtiert hat, direkt dann, also wird das File gespeichert, im Gegensatz zu Twitter oder anderen Apps, kriegst du ein File und dieses File kannst du dann halt direkt nutzen, um daraus eine Post-Production zu machen, was halt sehr freundlich für den Creator ist. Was ich halt noch ein Unterschied ist zu Audio, ich meine, Video per se ist ein bisschen, ist größer, ja, das ist klar, aber deswegen hat man da halt auch wirklich ein Amazon und ein Apple und ein Disney, da hat man natürlich nochmal mehr Konkurrenz und das Problem ist auch, die Kosten sind viel größer, ne? Wenn ich jetzt irgendeine tolle Serie produziere oder einen Film, bin ich da schnell bei 200-300 Millionen und ein Podcast ist ja, also ist natürlich jetzt viel, viel weniger aufwendig, ja, und oft hat es ja die gleiche Utility für einige Leute. Wenn du einen tollen Podcast hörst und da was lernst, ist das für viele Leute mehr wert als irgendein toller Film, ja. Und die Kosten sind natürlich da irgendwo anders. Und das ist, glaube ich, so der Vor- und Nachteil, ja. Also, der Markt ist ein bisschen kleiner, aber per se können die Margen ja nochmal deutlich größer sein, weil ich nicht in diese, sag ich mal, diese Content-Battle reingezogen werde mit immer teuren Videoproduktionen. Sondern ich habe das oder ich habe dann auch irgendwie die ganzen Podcaster, die automatisch um eine Plattform kommen, ähnlich wie bei YouTube. Das ist ja eine Verbindung von YouTube und Netflix. Also ich bin mit Anchor super zufrieden, weil davor fand ich das mühsam. Und es war dann auch mein Auslöser. Ich habe auch mal ein Video zu gemacht vor einem Jahr, glaube ich, zu Spotify, dass ich die Aktie mal gekauft habe. Was, glaube ich, auch noch eine Rolle spielen kann, eigentlich Spotify ist ja die erfolgreichste europäische Consumer-Webfirma, würde ich sagen. Sie ist aber in den USA gelistet. Ja, das heißt, die Europäer denken oft, das ist eine amerikanische Firma, so ein bisschen, ne? Ein typischer europäischer Fonds darf dann oft gar nicht Spotify kaufen, wenn es in den USA gelistet ist oder wenn er da restricted ist. Und die Amerikaner, für die ist eine europäische Firma, das ist dann manchmal auch ein Tick. Klar, ich glaube, es ist auch im Arc Innovation und so drin, aber das, manchmal spielt das auch so eine Rolle, auch gerade bei israelischen Firmen. Die sind zwar in der USA, aber die sind einfach so ein Tick weniger bekannt. Und das kann da mal so eine Rolle noch spielen, oder? HelloFresh ist auch so ein Beispiel, wo die Amis, die Amerikaner, eher dazu tendieren, das sich nicht anzugucken, weil mit Blue Apron man sich die Finger verbrannt hatte. Und Europa, also ich merke das, ich habe hier die globale Community, da ist schon dieser Teich dazwischen, wo einfach Dinge unterschiedlich laufen. Und die Amerikaner gucken auf andere Faktoren als jetzt die Europäer. Und es ist eigentlich auch ein spannendes Thema, wenn man mal nach Investmentideen sucht, so ein bisschen dieses Arbitrage zu spielen. Sprich, eine Company, die in Deutschland oder Europa gelistet ist und die in den USA stark ist und wo das noch nicht entdeckt ist vom Markt und sich die Valuations mal anguckt. Ich habe so ein kleineres Unternehmen in der Community besprochen, wo das ein Faktor 8 auf dem Umsatzmultiple unterschiedlich ist, obwohl ja die europäische Company deutlich besser ist. Und das merkt man schon, dass das ein Thema sein könnte. Zu den Kosten, die hast du ja angesprochen, Video, Audio. Ich glaube, ich habe es hier mal versucht zu zählen, was so die unterschiedlichen Kosten wären, wenn ich sozusagen das Setup hier habe, was ich jetzt schon als ganz gut bezeichnen würde. Zwischen Audio und Video ist es halt Faktor 10 teilweise, was man hat. Man braucht ein gutes Mikrofon und dann kann man loslegen beim Podcast und man braucht nicht Kamera, Licht und Sonstiges. Also das ist schon spannend. Und wenn man so ein bisschen auch, ich folge auch ein paar Journalisten, da kommt auch immer wieder die Frage, gibt es eure Artikel jetzt auch als Audio? Wo man halt auch will, dass man das einfach sozusagen unterwegs hören kann, den Artikel. Und das eine präferierte Thema ist für Journalisten. Ja. Also es ist eigentlich ganz spannend, weil im Endeffekt wird dann wahrscheinlich auch ein paar Redaktionen dieses ganze Thema Audio nochmal spielen, das kann dann auch sozusagen auch eine Chance sein, wieder Revenue Streams zu kriegen, indem man sagt, okay, den Artikel gibt's kostenfrei, wenn du die Audioversion willst, zahlst du halt einen Euro oder sowas und das machst du über Spotify und Spotify kriegt davon 10%.
Das ist eigentlich das ganz Spannende bei Spotify ist auch, Apple ist hingegangen und hat diese klassischen, ich nehme 30% von deinem Umsatz und du schmeißt die über eine Mauer bei mir und weißt nicht, wer dahinter ist. Spotify ist hingegangen, okay, ich nehme jetzt erstmal nicht sehr viel von deinem Umsatz, baue dir ein geiles Tool und du kriegst ungefähr die Ahnung, wer dahinter ist, kannst direkt mit den Leuten interagieren, die gehören auch dir. Ich mache nur so dieses Processing, aber das Processing wird bezahlt teurer. Das ist eigentlich ganz spannend, weil damit kriegst du halt auch erstmal am Anfang die Leute. Dann hast du dann halt, wenn du dieses Thema Content-Selektion hast, dann hast du halt auch ein Mode gebaut im Gegensatz zu Apple in dem Bereich. Das ist ganz spannend. Was du auch noch angesprochen hast, genau, also ich finde es immer gut, wenn eine Firma gutes M&A macht, wenn sie gründergeführt ist, und das würde ich bis jetzt bestätigen. Sonos zum Beispiel könnte auch ganz gut noch zu Spotify passen, da die auch eine Softwarekomponente haben, und dann hätten sie natürlich die Hardware im Haus, wäre auch nochmal ein guter Verteidigungsmove, bevor sich Apple dann irgendwie schnappt. Genau, und was vielleicht auch noch besonders war, Spotify kam über ein Direct-Listing an die Börse. Das heißt, da waren nicht so viele Investmentbanken involviert, die jetzt da riesen viel Werbung gemacht haben und Research. Da kann man dann oft eher auch mal eine Chance finden, weil einfach die nicht so von den so beworben werden bei den großen Investoren. Aber per se, genau, muss man natürlich sagen, Aktie, also das Market Cap ist natürlich schon 50 Milliarden, sowas um den Dreh. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und da wird natürlich jetzt auch, sag ich mal, eine Verzehnfachung wird da schwierig, vielleicht mal eine Verdoppelung mit neuen Revenue Streams, aber es ist halt schon Large Cap. Ne? Das ist, das muss man schon wissen, wo das ist so ein bisschen die Frage, wohin sie wachsen können und wie sich der Audiomarkt in die Richtung entwickelt. Spotify hat ja das Ziel, dass sie 1 Milliarde Nutzer haben wollen bis 2025, 2024. Da sind sie auf dem Weg dorthin. Ich weiß nicht, ob sie das Ziel ganz erreichen werden, aber wenn es ein paar Jahre später ist, ist es auch nicht so schlimm. Dann kannst du dir dann bei 50 Milliarden durch 1 Milliarde kannst du sagen, es sind 50 Dollar, die du sozusagen pro Nutzer zahlst. Dann kannst du mal gucken, wo du eine der führenden größten Social oder sozusagen Plattformen bekommst für 50 Euro pro Nutzer oder 50 Dollar pro Nutzer. Das ist dann schon von der Bewertung, weiß nicht, also da kann man, glaube ich, schon einiges machen. Dazu muss man sich halt überlegen, wie auch die Wirkung von Audiowerbung ist. Also Audiowerbung, meistens hörst du das in so einem Setup, wo du einen Kopfhörer aufhast. Das geht schon direkt ins Gehirn, habe ich das Gefühl. Und das ist dir deutlich näher. Und du baust ja auch mit einem Podcast-Host, wenn du den stundenlang hörst und der wirklich sozusagen eine Stunde in den Lecture oder einen guten Talk bringt, baust du ja auch eine ziemlich gute Beziehung auf. Also ich würde sagen, es ist vielleicht nicht so viel, weil bei YouTube sehe ich es ja, du hast ja, also die Listenzeit bei mir ist sozusagen, ich habe hier diese längeren Formate, YouTube ist irgendwo 10, 11, 12 Minuten, was schon ziemlich gut ist, und dann kommt das Nächste und das Nächste, und die Plattform ist ja so aufgebaut, dass du ja eigentlich immer das Nächste und Nächste bekommst, und die die Hörzeit bei Spotify ist das 4-5-fache, die Person committet sich dazu, das zu hören, die ist da länger dabei. Du hast dann auch mehr Möglichkeiten, das sozusagen auch mit eingesprochenen Texten zu monetarisieren. Und dann siehst du ja sozusagen, muss mal gucken, wie weit sich das entwickelt. Aber ich glaube, dass da schon nochmal einiges an Potenzial ist für eine Verx-Fachung von dem Markt. Und das ist momentan noch nicht so richtig sehbar. Die wachsen halt mit 600% in dem Podcast-Bereich, in dem Werbungsbereich. Aber das ist noch nicht richtig sehbar bei Spotify. Und irgendwann wirst du dann halt auch Effekte auf die Margin haben und sehen, okay, das ist, also es gibt ja noch diese klassische, der Markt geht ja immer noch hin und sagt, das ist ein Low-Gross-Margin-Business, die müssen alles an die Musikplattformen abzwerkern. Aber ich tue mir so ein bisschen schwer, das in der Form zu sehen, auch weil die Musik-Streaming-Dienste oder sozusagen die Musik-Labels jetzt digital nicht so führend sind. Und ich so ein bisschen das sozusagen, es ist so jemand, der mit dem Hammer versucht zu coden und Spotify hat halt Coder so. Manchmal kommt es mir so vor, und da habe ich das Gefühl, langfristig können die dann auch Marktanteile abzwacken. Aber vielleicht noch eine wichtige Frage. Wir haben es eingangs angesprochen, was Netflix gemacht hat. Theoretisch könnten sie das ja auch. Ja, das ist dann irgendwann eine ganz, sag ich mal, schwierige strategische Entscheidung. Aber zumindest könnten sie auch selber zum Label werden, noch mehr. Ja, weil sie haben ja die ganzen Creator,
die können dann entdecken, haben ja die Listening-Zeit und sie haben ja eigentlich den Vorteil und können sagen, können ja schon auf die viel schneller drauf zukommen und sagen, hey, ich biete dir einen Vertrag, weil sie sehen, okay, der ist irgendwie auf einer Wachstumsebene und etc. Die haben ja viel bessere Daten als die Labels, die ja immer noch irgendwie, ich glaube, früher war das so, einer geht halt zu irgendeinem Konzert und wenn es dem Typen gefallen hat, dann hat er die mal getroffen und so. Da können sie ja viel mehr datengetriebener arbeiten und dann ist es natürlich auch was anderes, wenn sich dann irgendwie die Stars von morgen günstig einkaufen den Content und dann geht halt auch der Anteil, den sie an die Studios dann abgeben, wird weniger. Ne? Michael Jackson wird wahrscheinlich nie verschwinden, aber dieser Anteil könnte dann auch steigen. Aber das ist halt dann die Frage, steigen in die Studios aufs Dach. Ne? Aber irgendwann, wenn du eine Milliarde hast, dann bist du halt stark genug, dass du dir leisten kannst. Aber die Studios werden wahrscheinlich immer so spielen, dass immer noch Apple und irgendwie 2, 3 gibt. Das ist halt nie, sie einer sich komplett durchsetzt. Ist so ein bisschen die Frage, in welche Bereiche sie reingehen und wo sie auch die Sachen rausschneiden wollen aus den Umsätzen oder sozusagen Marktanteile gewinnen wollen. Und wenn du es als Plattform siehst, macht es nicht so Sinn, ganz tief in diese Artist-Relationship reinzugehen. Und ich glaube auch, bei dem, was sie jetzt machen, die nächsten 5 Jahre, werden sie jetzt erstmal den Fokus haben auf den Podcast und anderen Audiomarkt. Aber werden halt auch Musikmarkt. Also sie können die Werbung bei sich ausspielen für Artists. Du kannst Placements in Playlists kriegen. Dadurch wirst du als Artist bekannt. Das kann ein sehr spannender Anteil, Revenue-Anteil für Spotify werden, weil es halt einfach größtenteils Gewinn ist, was du da bekommst. Damit wird sozusagen ein Teil der Rückvergütung, die sie in die Labels geben, auch wieder sozusagen an Spotify zurückgebracht. Du kannst das Thema für Musiker, das Thema Matching mit Superfans spielen. Also sprich, du kannst sagen, guck mal, ich habe hier geile Tourdaten für dich. Da sind deine Fans, warum planst du deine Tour nicht anders? Du kannst dein Merchandise machen, so schon mit Shopify haben sie da eine Kooperation geschlossen. Nicht verwechseln Spotify und Shopify, das bekommt man öfter vor. Da haben sie jetzt Merchandise-Shops für die Artists geöffnet. Also sprich, du kannst dein Shopify-System mit deinem Merchandise-Shop auch über Spotify kriegen, da können sie auch noch gewisse Anteile nehmen. Und die können halt immer mehr von diesen einfachen, klickbasierten Transaktionen bei sich drüber laufen lassen und so die das Hauptinterface sozusagen für Musik-Discovery werden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie in den Bereich der Labels, was ja auch Musikproduktion teilweise ist, und wenn du überlegst, natürlich gibt es einzelne Singer und Bands, die noch viel selber machen, aber wenn du höhere Produktionsqualität haben willst, dann ist es ja auch viel Social, was du da machen musst. Du musst ja dann auch die wissen, wo die geilen Studios sind und alles. Kann man machen, aber ist jetzt nicht das groß skalierbare Modell. Und die Musikrechte sind halt auch noch ein Thema. Da ist Spotify eigentlich auch ziemlich gut aufgestellt, weil sie haben die ganze Bandbreite der Musikrechte. Aber da kommst du halt auch nicht ran, weil die einfach bei den Labels sind. Von daher denke ich, die Labels werden weiter koexistieren. Das ist so ein bisschen ein Thema von Pferde und Kutsche. Spotify sind halt die Pferde und die Labels sind so ein bisschen die Kutsche, die sich die Gegend ziehen lassen. Und Spotify wird halt immer wieder ein Teil von den Umsätzen, denke ich mal, nehmen, die einfach von den Labels spannend sind. Der gesamte Bereich wird gemeinsam wachsen. Aber eigentlich so ein bisschen von Musik muss man den Blick weglenken auf das, was im anderen Audiomarkt passiert. Audiobücher, aber vor allem Podcasts sind sehr spannend und es ist dynamisch wachsend. Und vielleicht, wenn ich das so sehe, ich habe einige Leute beobachtet, wie sie Spotify nutzen und nachgefragt. Ich habe das Gefühl, da ist auch noch Pricing Power da. Also Spotify ist im Moment beim 10er. Wenn die das auf 15 erhöhen, wirst du kaum Churn sehen. Die haben auch teilweise Preiserhöhungen durchgeführt. Und sie werden das wahrscheinlich auch erst machen, wenn sie den Share des Zuhörens verschoben haben von Musik, wo sie relativ viel des Umsatzes an die Labels abdrücken müssen hin zu Podcasts und anderen Content, der sie für sie kostenfrei ist. Weil dann kannst du die Preiserhöhung machen und deutlich mehr vom Umsatz bei dir behalten. Also sozusagen so das langfristige Playbook in 5 bis 10 Jahren, vielleicht ist es auch in 3 Jahren schon der Fall, wo du dann einfach Teile des Umsatzes für dich bekommen kannst. Und das ist eigentlich auch ziemlich eine spannende Option, wenn du Pricing Power okay. Als Unternehmen hast. Das ist meine Meinung. Ja, genau. Vielen Dank, Tillmann. Nochmal der Hinweis, man muss natürlich hier seine eigenen Hausaufgaben machen. Gibt es auch zu Spotify sicherlich viele Informationen da draußen. Und für ich habe noch ein ziemlich langes Video. Genau. 2 Videos, 3 Videos, da kann man sich die angucken.
Vier genau, Stunden. Wer Lust hat, 4 Stunden, ist in der Beschreibung verlinkt, kann sich das auf Englisch länger anschauen, ansonsten im Ding. Vielen Dank. Und genau, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und wenn du den Kanal noch nicht kennst, natürlich auch gerne abonnieren oder ja, das Video vom Tillmann ist in der Beschreibung. Ciao, vielen Dank und wir wollen es nicht zu lang werden lassen. Danke, tschüss. Tschüss.